Du hast Gesäßschmerzen, Ischiasschmerzen. Immer im Auto beispielsweise fängt das nach einer Weile richtig quälend an. Ich bin Roland Diebscher-Bracht und du bekommst heute ein piriformes Spezialprogramm. Und deswegen legen wir jetzt direkt los. Wir fangen jetzt an. Du setzt dich auf eine Matte und ich zeige jetzt für die linke Seite. Wenn du an der rechten Seite das Problem hast, machst du genauso mit, aber machst alles seitenverkehrt, könnte man sagen, ja, auf der anderen. Du setzt dich und jetzt beugst du dein betroffenes Bein und legst den Unterschenkel entlang der Matte, so, dass der Fußrücken möglichst aufliegt, wenn es geht, immer so weit, wie es geht. Und dann gehst du mit deinem Gesäß so dicht an die Ferse, wie es möglich ist. Ich komme ziemlich weit dran. Wenn du nur bis hierhin dran kommst, ist überhaupt kein Problem. Wichtig ist nur, dass hier dann die Dehnung schon zu spüren sein muss. Also egal in welchem Winkel, du gehst in die Position und dann gehst du so weit zurück mit dem Rumpf, indem du den Bauchnabel zurücknimmst, bis du die Dehnung hier richtig merkst. Und dann geht die Übung los. Wir starten sozusagen. Und du gehst jetzt ganz, ganz gemächlich immer weiter mit deinem Rumpf zurück. Und dann merkst du, dass es hier ganz stark anfängt zu ziehen, dass es in die Leiste reinzieht. Bleib immer in dem Bereich, dass du den Schmerz, diesen Dehnungsschmerz, der ausgelöst wird, gerade noch gut ertragen kannst. Und dann gehst du immer weiter nach hinten. Du atmest dich immer mehr rein. Und was machen wir da jetzt? Weil wir üben ja vorne und du denkst so, oh, mein Problem ist doch hinten. Die Erklärung ist ganz einfach. Vorne das Verkürzte durch Sitzen, das sorgt dafür, dass hinten in einer Reaktion gegenverspannt wird. Und deswegen lösen wir erstmal die Grundursache vorne auf. Und ich glaube, du merkst, wie es zieht und daran merkst du auch, wie kurz das vorne alles ist. Und du gehst immer, das ist wichtig dabei, mit dem Bauchnabel ein bisschen weiter zurück. Es würde also keinen Sinn machen, im Hohlkreuz immer weiter nach hinten zu gehen, weil das Becken muss sich mitbewegen. Und damit wir diese Bewegung gut ansteuern können, nimmst du den Bauchnabel immer weiter zurück. Dann merkst du direkt, wenn du den Bauchnabel zurücknimmst, dann wird die Dehnung gleich deutlich spürbarer. Ja, und es geht nur darum, sich wohlzufühlen in der Dehnung, weil vergiss nicht, das muss Spaß machen. Weil wenn dir diese Routine keinen Spaß macht, wirst du sie auch nicht oft machen. Der Spaß geht weg, wenn du zu intensiv übst und der Spaß geht weg, wenn du zu wenig übst, weil hast du keine Erfolgserlebnisse. Ja? Musst also immer genau in der richtigen Mitte sein und das ist genau dann, wenn du diesen Dehnungsschmerz gerade noch gut ertragen kannst. Dann quält es nicht zu sehr, aber genug, damit du immer weiter das Problem löst. Und dann gehst du langsam wieder heraus aus der Übung, nimmst das Bein wieder nach vorne und jetzt genau mitmachen, das linke Bein 90 Grad beugen und das rechte Bein nach hinten nehmen. Und zwar so weit wie es geht. Du kannst dich mit dem Fuß immer weiter am Boden nach hinten ziehen und dann merkst du, dass es links im Gesäß anfängt zu ziehen. Und jetzt sind wir in der reaktiven Anspannung, von der ich eben erzählt habe, und dehnen praktisch im linken Gesäß, in dem Problembereich, die ganzen Muskeln, die ganzen Gesäßmuskeln und auch den Piriformis, die alle sind je nach Winkel mehr oder weniger in der Dehnung drin. Und mit den Übungen, die wir jetzt im Folgenden noch machen, das sind so viele Winkelverteilungen, dass wir da alles gut entspannen können. Und du dehnst immer weiter rein, drückst dich sozusagen mit deiner linken Hand mit dem Rumpf nach hinten und nach rechts, sodass der Rumpf immer aufrechter kommt, zu stehen kommt. Und das zieht
im linken Hüftgelenk, im linken Gesäß, an der linken Beinaußenseite oder eben entsprechend rechts, wenn du auf der rechten Seite das machst. Immer schön weiterziehen. Also drücken besser, müsste man sagen. Ja, deine linke Hand, dein linker Arm, die drücken zusammen deinen Rumpf nach rechts und gleichzeitig nach hinten. Und du versuchst mit dem rechten Hüftstachel, ja, mit der rechten Hüftspitze sozusagen, immer weiter so einzudrehen. Man merkt es daran, dass der rechte Fuß mit dem Fußrücken immer mehr aufliegt, dass das Becken sich praktisch so reindreht. Und dann merkst du gleich noch mehr in deinem linken Gesäß. Und jetzt gehst du langsam wieder raus, weil jetzt wollen wir den Winkel ein bisschen ändern. Jetzt ziehst du dich mit deinem Fuß immer weiter nach vorne mit deinem linken, sodass dieser Winkel, der vorher 90 Grad war im linken Knie, dass der jetzt so auf 145 Grad geht. Und gehst wieder mit deiner linken Hand so in den Druck rein, oder fängst so an zu drücken, dass du auch hier wieder mit deinem Rumpf gerader kommst und nach hinten kommst zunehmend. Und setzt auch wieder schön die Atmung ein. Und du merkst wahrscheinlich, gerade wenn wir es zweimal hintereinander machen, das geht richtig ins Eingemachte. Gerade wenn du diese Bewegung nicht gewohnt wirst oder nicht gewohnt bist. Schön einatmen und ausatmen und weiter reingehen. Immer ein bisschen weiter steigern. Wenn du möchtest, das machen aber jetzt nur die, mach das nur, wenn es für dich okay ist. Wenn du es noch nicht machen möchtest, bleibst du in der Position und steigerst die weiter. Versuch mal, wenn du willst, dich hochzudrücken mit deinen Armen. Aber nur, wenn es geht. Und dann bleibst du im gleichen Beinwinkel und kannst jetzt ein bisschen mehr mit der Schwerkraft dich in den Winkel, in diese Dehnung hineindrücken lassen. Auch hier wieder atmen, schön ein- und ausatmen. Und dann merkst du, es wird jetzt noch ein bisschen intensiver, aber es muss nicht sein, gell? Also du kannst auch am Boden weitermachen. Das ist nur für dich, wenn du genug Armkraft hast und dazu in der Lage bist, dich ein bisschen hochzudrücken, um da in so eine Schwebeposition zu kommen. Schön atmen weiter, reindehnen lassen und dann kommen wir aus der Bewegung langsam wieder heraus. Für die nächste Übung brauchst du einen Stuhl, aber zuvor noch ganz kurz den Hinweis für unseren Ratgeber Piriformis-Syndrom. Ja, für unseren Schmerzratgeber. Schau mal, da ist alles genau beschrieben, was alles wichtig ist für deinen Piriformis. Lade ihn dir runter, unter dem Video einfach anklicken, dann kannst du ihn dir praktisch nach Hause holen. Jetzt gehen wir auf den Stuhl und es ging ja ums linke Bein. Jetzt gehst du mit dem rechten Bein erstmal gerade und legst deinen linken Fuß drauf und fühlst mal in dich rein, wie das so ist. Kann sein, dass das schon schwer fällt, ja? Wenn das schon schwer fällt, dann musst du eigentlich so bleiben. Und ansonsten gehst du jetzt mit deinem rechten Bein immer mehr in die Beugung und dann merkst du ja, wie praktisch dein rechtes Knie den linken Fuß nach oben drückt. Oder halt andersrum, wenn du auf der anderen Seite bist, ja? So, und wenn du jetzt gerade sitzt, dann muss schon eine gute Dehnung im linken Gesäß sein und dann gehst du mit dem linken Ellbogen auf das linke Knie drauf und drückst das in der ersten Phase erstmal ein Stück runter. Ja, machen wir mal 3-4 Atemzüge, immer weiter runterdrücken. Und jetzt Achtung, jetzt setzt du dich ganz gerade. Ja, komm ganz gerade jetzt. Und wenn du gerade im Rücken bist, dann geh mit dem Bauchnabel nach vorne. Und dann merkst du,
Oh oh, das zieht ja jetzt direkt da hinten rein. Eventuell sogar, wenn du Glück hast, an der Stelle, wo es immer so weh tut. Ja? Nur halt so bleiben, dass du gerade noch gut ertragen kannst, diesen Dehnungsschmerz. Und dann atmest du dich immer weiter rein und gehst immer weiter mit deinem Bauchnabel Stückchen für Stückchen nach vorne. Schön atmen und der Bauchnabel will vor. Nicht den Rücken runden, ja, sondern den Rücken gerade und den Bauchnabel nach vorne mehr und mehr und mehr. Und mit jedem Ausatmen gehst du ein Stückchen weiter rein, bleibst unterhalb der Schwelle, wo es dann zu doll wäre, wo du gegenspannen müsstest, das darf nicht sein. Gehst immer weiter rein. Noch ein bisschen und noch ein bisschen und noch ein bisschen und dann kommst du langsam wieder raus und zum Abschluss gehen wir nochmal auf die Matte, Spezialübung, jetzt genau aufpassen, du bist auf allen Vieren, jetzt gehst du mit deinem linken Knie etwa zur Körpermitte. Ja, also unterhalb deines Schrittes ist jetzt ein linkes Knie. Und du gehst ein bisschen nach vorne mit dem Becken. Und dann hebst du dein rechtes Bein. Und hängst dich praktisch auf den linken Oberschenkel. Und je nachdem, wie fest da alles ist bei dir, dauert es eine Weile, bis du zunehmend spürst, dass diese Dehnung, das ist quasi dein linker Oberschenkel in das Gesäß reindrückt, könnte man so sagen, ja? Dass da genau die Dehnung ausgelöst wird, von der du wieder ahnst schon, so wie sich das anfühlt, hilft mir das. Versuche, dein linkes Gesäß ganz locker zu lassen. Ja, versuch ganz locker zu bleiben. Ganz locker runtergehen, tiefer fallen lassen und dann spann mal ein bisschen dein Gesäß an, als wolltest du dich wegheben von dem linken Oberschenkel und lass wieder los und geh ein bisschen tiefer rein und nochmal nach oben kommen, loslassen und ein bisschen tiefer reingehen. Und jetzt gehen wir nochmal auf den Stuhl, nachdem es alles schon ein bisschen vorgedehnt ist. Gehen wieder drauf, wie eben schon. Drücken das linke Knie runter. Vielleicht merkst du, dass es schon ein bisschen lockerer jetzt geht. Wieder gerade und nochmal nach vorne gehen. Nochmal nach vorne gehen. Und vielleicht fühlt es sich schon anders an, weil diese Kombination, dieser Wechsel zwischen diesen beiden Übungen hat oft eine gute Wirkung. Immer weiter reingehen. Bauchnabel nach vorne zunehmend. Und jetzt suchst du mal ein bisschen nach rechts, ein bisschen nach links. Wo zieht es am meisten? Gehst noch ein bisschen rein und immer noch ein Stückchen vor immer deutlicher, wir haben es gleich geschafft, halte durch und dann gehen wir noch mal auf den Boden. Das linke Knie unter den Schritt setzen, bisschen nach vorne gehen mit dem Becken, rechtes Bein heben und jetzt bewegt man dein Becken ein bisschen nach links, nach vorne, bisschen nach rechts und irgendwo merkst du, da tut sich irgendwie am meisten. Da merke ich so eine Dehnung, die genau da sein könnte, wo ich sie brauche. Je öfter du das machst, desto eher hast du das Gefühl.
und lass dich wieder reinhängen. Schön reinhängen lassen. Und ein bisschen spielen, ein bisschen anspannen, als wollte sie dich wegheben vom linken Oberschenkel. Und wieder locker lassen und weiter reinhängen. Und jetzt haben wir es langsam genug gemacht. Jetzt gehen wir wieder raus. Ich wünsche dir viel Spaß. Wir sehen uns und bleib bei diesen Übungen dran. Mach sie jeden Tag. Ciao.